Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever 2 und auf meiner Schönbaum-App. Ja, heute wird es eine etwas andere Folge, da ja im Moment wieder täglich Transport Fever 2 kommt. Wird heute eher weniger gebastelt. Heute wird ein bisschen auf eure Kommentare eingegangen. Als erstes geht es jetzt hier um unser Dörfchen. Ich hatte ja gesagt, schreibt euren den Namen, den ihr wollt, in die Kommentare und dann der mit den meisten Likes bekommt dieses Dorf. Und dieses Dorf heißt jetzt Wilmutzheim mit 10 Likes. Da frage ich mich, Wilmutzheim, ja, scheint ja wohl gut anzukommen bei euch. ne, wisst ihr Bescheid, dieses kleine Dörfchen heißt jetzt Wilmutzheim. Ich kann mal gerade gucken, von wem kam der Kommentar oder der Wunschvorschlag. Mal gerade raustappen. Wahrscheinlich gibt es jetzt so ein Standbild. Was ist denn hier? 10 Likes. Da. Von Leon Fellleiter. Ja, vielen Dank für diesen unglaublich schönen Namen. Kommt auf jeden Fall gut an. Und dann habe ich ja gesagt, die Stadt hier hinten ist dann die mit den zweitmeist gelikten Stadtnamen und der kommt von Able Info France und das muss ich jetzt mal richtig aussprechen. Das heißt jetzt Sankt Egid oder so am Neuwald. Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Mit 7 Likes. Ja, kommt wohl auch gut an. Sankt Egid am Neuwald. Wenn man das so ausspricht, ich weiß es nicht. Tut mir wirklich leid, keine Ahnung. Ja, ne, das wird dann hier Sankt Egid am Neuwald. So nenne ich das jetzt einfach. Ich hoffe mal, das ist richtig. Dann wurde mir in den Kommentar geschrieben mit der Tunnelmod. Da muss ich den Shader aktivieren. Das habe ich jetzt gerade vergessen vor der Folge hier. Werde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Es gibt da von, oh Gott, Eisfeuer. Jetzt muss ich lügen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er von, nee, von Enzo, glaube ich, kommt der, ne, der Mod. Ich habe den auch, aber ich hatte mir gedacht, ich aktiviere den mal für die Map nicht. Vielleicht verursacht er so ein bisschen Performance-Probleme. Deswegen habe ich den nicht aktiviert. Mache ich aber noch. Dann wurde sich gewünscht, dass ich vielleicht ein bisschen weniger Steine hier hinsetze. Ich habe jetzt ein paar weggenommen, aber ich kann das natürlich jetzt alles mit Büschen aufsetzen. Ein paar Steine brauche ich, vor allen Dingen hier in dieser Kante. Ich habe hier auch ein paar weggenommen, aber ihr seht, es kommt gleich das Lilane durch von diesen von den unsichtbaren Gleisen. Also ein paar Steine müssen hier bleiben. Ich habe es aber deutlich ausgedünnt und ich denke mal, das geht aber so. So, dann seid ihr jetzt wieder gefragt. Da ich möchte einen Nachbau machen von einem Bahnhof. Ich möchte einen Kopfbahnhof bauen. Also entweder wird der hier gebaut, muss man gucken, je nachdem, was ihr da so raussucht. Wird er entweder hier, hier ist es relativ eben, hier so gebaut oder auf der anderen Seite. Also hier, vielleicht wird er hier gebaut. Muss ich mal gucken. Ich brauche hier einen Kopfbahnhof, der hier auf diese Map passt. Einen realen, den es in Deutschland gibt, den möchte ich 1:1 nachbauen. Jetzt kommt mir bitte nicht mit Stuttgart oder mit Leipzig. Es ist viel zu groß. Ne? Einer, der hier auf die Map passt. Also ich brauche jetzt hier keinen mit 38.000 Gleisen. Bringt nichts. Es wird zwar hier einiges an Gleisen geben, aber im Notfall kann man ihn noch erweitern. Oder ja, es passt halt einfach direkt. Also so einen mittelgroßen deutschen Kopfbahnhof, von mir aus kann der auch aus Holland kommen oder aus Österreich, aus der Schweiz, je nachdem. Ist Zürich nicht auch ein Kopfbahnhof? Also wisst ihr, ne? Bitte nicht so riesig, der hier auf die Map passt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, dann suche ich mir da einen raus und werde ihn dann nachbauen. So, dann wurde ich jetzt schon mehrfach gefragt, wann es wieder ein Update zu dieser Map gibt. Da ich nächste Woche Donnerstag, also am 30. wieder aufs Schiff muss für 3 Wochen, werde ich das Map-Update nach meinem nächsten Schiffseinsatz veröffentlichen, weil ich ja ein bisschen was vorproduzieren muss. Und dann macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt die Map veröffentliche und das ganze Vorproduzierte, jetzt ist noch nichts vorproduziert, muss ich noch machen,
seht ihr dann schon. Das ist ja blöd. Guckt ja keiner mehr die Folgen. Und das wird auch etwas mehr Arbeit sein, die nächste Version hochzuladen, weil ich habe hier natürlich jetzt einige mehr Mods drin. Ne? Die Züge werde ich alle wieder runterschmeißen, dass ich die vielleicht noch wieder so ein bisschen ausdünne, damit das nicht so viel Arbeit ist, weil ich muss die bei Steam alle einzeln wieder anklicken, alle einzeln raussuchen, die Mods. Das ist halt schon ein bisschen eine Kackarbeit. Da brauche ich den ganzen Tag für. Also, rechnet mit der nächsten Version, mit der V3 Ende August. So. Und was ich noch immer gefragt werde, was war denn das jetzt? Mit Mods. Schaut bitte in der Videobeschreibung nach. Da findet ihr eine Liste zu den Mods von Nicht-Steam. Und wo die Map ist, da steht Map-Mods-Steam. Da findet ihr die Mods, die ich zur Version 2, nicht zu der jetzigen, nicht zu dem Spielstand, den ich hier habe, sondern zu der Version 2, findet ihr die Mods auch da. So, dann noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank für eure ganzen Glückwünsche zu den 2.500 Abonnenten. Das freut mich wirklich sehr. Was gesehen? Aber hiermit. Das freut mich wirklich sehr. Ja, nächstes Ziel sind jetzt 3.000. Das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Bei einem Schnitt so um die 7,2 Abonnenten pro Tag kann man sich das ja ausrechnen. Ich glaube so jetzt bis in den letzten 28 Tagen habe ich jetzt 200 gemacht. Ja, wenn das jetzt so weiterläuft, dann sollte ich in 2,5 Monaten, sagen wir mal in 3 Monaten, die 3.000 geknackt haben. Sprich, Juli ist fast rum, August, September, Oktober. Irgendwann im Oktober sollte ich die 3.000 knacken. Je nachdem, wie ihr hier so meine Videos feiert. Und ja, jetzt wurde sich noch gewünscht, dass ich einmal durch den Schattenbahnhof fahre. Können wir sehr, sehr gerne tun, aber nicht lange, weil, du wirst es gleich sehen, warum das nicht so wahnsinnig spannend ist. Gehen wir mal kurz raus hier. Mal gucken, wo ist denn unser Intercity? Mal gerade hier Züge anmachen. Kommt er da gerade raus? Jo. Nee, kommt er gerade raus. Dann fahren wir jetzt einmal noch hier durch Minden durch. Ach, warum sag ich mal Minden? Durch Bad Bösen. Das haben wir jetzt ja im letzten Video gar nicht gemacht. Deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt einmal. Ein bisschen tiefer hier. So. Fahren wir jetzt einmal durch Bad Bösen noch durch. Bis da hinter unser Überwerfungsbauwerk. Und dann gucken wir einmal nochmal kurz in den Schattenbahnhof. Ja, das wäre auf jeden Fall echt cool, wenn ihr mir den Kopfbahnhof raussucht, der mega nice wäre. Die ich dann schön 1:1 nachbauen werde. Das wird dann auch das werden die vorproduzierten Folgen. Deswegen, wäre das cool, wenn ihr mir da zeitnah ein paar schöne Ideen präsentieren könnt. Und die Stadt wird natürlich im Ende dann auch genauso heißen, wie wo der Bahnhof halt wirklich herkommt. Ne? Also, das sage ich jetzt mal, es soll nicht Leipzig werden, aber ne, wenn ich jetzt einen Leipziger Hauptbahnhof nachbauen würde, wird die Stadt da auch Leipzig heißen. Und das ist natürlich immer alles in den Möglichkeiten, die wir hier im Spiel haben. Ne? Das dürft ihr natürlich auch nicht vergessen. Was uns die Möglichkeiten hier so gegeben... Nein, welche Möglichkeiten uns hier gegeben sind, an die müssen wir uns ja natürlich auch halten. Wir können da jetzt ja nicht den geilsten Shit bauen. Wo wollt ihr denn hin, Leute? Hätte doch keinen Zug. Müssen wir dann halt einfach mal gucken. Aber ich denke, ihr seid ja so pfiffig, ihr wisst genau, welchen Bahnhof man da bauen kann, welcher passen wird. Ja. Oh, jetzt fahren wir ja schön durch Bad Bösen durch. Also es sieht von hier schon alles echt gut aus mit den großen Brücken im Hintergrund, also im Vordergrund. Das sieht schon geil aus. Auch das von hier oben, finde ich, sieht richtig schick aus. Wenn man hier so runter guckt. Das gefällt mir wirklich richtig gut, dass alles richtig schön ausgekleidet ist. Geil. Geil. Richtig geil. Wirklich cool.
Oh, hier ist der Zug noch nicht so oft lang gefahren. Hier wächst schon das Gras und hier liegt noch ein Stein. Seht ihr? Solche Sachen, die sieht man eigentlich erst, wenn man dann einmal mit dem Zug hier auch durchfährt. Dann eröffnet sich ganz neue Lücken, Fehler, was auch immer. Zack, und schon sind wir hier auf unserem Überwerfungsbauwerk. So, jetzt geht's weiter. Aber das gucken wir uns jetzt nicht mit an. Da ist jetzt sehr langweilig. Wir können uns ja einmal vorbeirauschen lassen. Zack. Gut. Und dann erfülle ich jetzt noch einmal den letzten Wunsch. Ah, dann machen wir es einmal. Nee, der fällt ja nicht mehr. Haben wir den hier noch? Ja, gut, die sind jetzt alle schon unten drin. Springen wir einfach mal rein. Jetzt ist, mach ich auch mal nach oben. Haben wir oben einen Zug? Und da oben haben wir einen, der rausfährt. Müsste dann ja der sein. Ja. So, jetzt einmal den Blick von oben. Also der Zug kommt hier oben rein, fährt auf der rechten Seite, also wo die beiden Züge sind, die fahren nach unten. Die fahren immer im Kreis und gehen immer eine Etage tiefer. Und ganz unten hier irgendwo, so jetzt Mitte Bild, da ist sozusagen der Bahnhof, wo er hinfährt. Ja, und jetzt fahren wir hier oben schon wieder raus. Mehr ist das nicht. Also man fährt hier rein und der dreht sich einfach nach unten, dreht sich nach unten und dreht sich auf der anderen Seite wieder hoch. Ja, und kommt dann jetzt. Was haben wir denn noch so für Ansichten? Ah. Ja, und fährt dann auf der anderen Seite einfach wieder hoch und kommt dann jetzt hier rausgefahren. Das ist alles. Also das ist jetzt wirklich relativ unspektakulär. Nichts Spannendes dabei. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also jetzt hier mal dieses kleinere Infovideo dazu. Vielleicht auch nicht mal so schlecht, einmal hier wieder so ein paar Fragen zu beantworten. Dafür, dass ja täglich jetzt Transport wieder kommt, wird heute mal ein bisschen weniger gebaut. Wie ihr seht, ist es nichts passiert zur gestrigen Folge, weil ich gestern einfach überhaupt gar keine Zeit hatte. Heute, ja, vielleicht ein bisschen Zeit. Wochenende ist auch schon wieder voll. Wir bleiben also nur Montag, Dienstag und Mittwoch. Und deswegen brauche ich dann da schnell einen Bahnhof, wo ich was bauen kann. Gut, dann würde ich sagen, bis ja, morgen vielleicht. Vielleicht morgen. Haut rein. Bis denn. Tschüss.